Willkommen zurück und einen schönen guten Mittag. Hiermit Virtus Pro gegen Navi. Quatsch, Virtus Pro gegen NiP natürlich. Aus dem TechDecks Cup 2013, der gerade läuft in Russland, in Moskau, in so einem riesigen Shopping Center. Ich kann dann ja auch nochmal ein paar Bilder zeigen. Und Virtus Pro konnte eben ESC auf Mirage schlagen. Sogar relativ deutlich, muss man sagen. Und ja, also für mich ein bisschen überraschend. Die waren echt gut. Richtig aimstark. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier gegen das beste Team der Welt aussieht. Was mich gerade wundert, Virtus hat doch die Knife gewonnen und wählen Terror. Sehr ungewöhnlich. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir wollen hier Banane ein bisschen spotten. Das ist halt da direkt aus. Ah, und auch Kucher versagt da leider im Aim-Duell. Nipp schon wieder in einer super komfortablen Situation. Hier mit da auch was. Und Virtus muss da was spielen. Boah, und Fox macht ihn blind. Das ist ein sehr starker Schuss. Hier versucht dann Mitte noch was zu machen. Angel mit Smoke. Boah, schade. Er wollte durchspringen. Fox kann den Reflex setzen. 3 gegen 2 rausgespielt. Nice. Dosia macht da auch noch ein. Fox und 1 und 2. Und er hat sogar Zeit, hier B zu gehen. Getro hat gerade Banane gepusht. Das macht er auch. Boah, aber Fox. Getwet schiebt aber instant wieder, nachdem Forrester gesagt hat, dass er nichts ist. So, dann nimmt er die Po. Oh, super gammelige Pose auf von ihm. Die Sache ist, wenn er Fox legen. Ob er Fox noch legen lässt, wenn er den Sound hört gleich. So, eine Smoke. Wirklich direkt haben. Macht direkt da den Druck. Minimiert da den Raum, wo er sein kann. Aber ist jetzt auch am Schieben. Getred nochmal eine super Pose angenommen am Y. Boah, und er macht den letztendlich auch. Super krass gemacht von ihm. Ah, so weit darf er nicht weggucken. Hat aber doch noch gereicht. Pistol somit ein Nip. Aber die Russen haben es mal knapp gemacht. Schade, dass sie ja so früh die Fricks gefangen haben. So, finde ich auch gut, dass wir jetzt bisher nur andere Maps gesehen haben. Im ersten Spiel Train, vorhin Mirage, jetzt Inferno. Kann ruhig so weitergehen. Vielleicht haben wir heute den kompletten Map-Cycle durch. Klar, durch den Plan von Fox kann man sich hier jetzt schon leisten, Waffen zu kaufen. So, ich spiele das Ganze am A zumindest defensiv, am B ist man schon super weit von. So, und wer deckt da ab? Kucher? Oh, jetzt kein... Noch eine Smoke. Schauen, ob sie gleich durchpushen. Da wird nochmal nachgesmoked, also durchpushen wahrscheinlich eher nicht. So, Rippen jetzt eingenommen. Chris. Oh, kriegt der Frack nicht her, es ist auch gefallen.
super wichtige Frags hier. Und Get Red auch direkt low gemacht. Super Job da von Fox. Boah, dass der wird dann noch einen zweiten kriegt. Aber egal, die Übersaal ist geschaffen. Beide über Has. Oh, Bombe wird auch nicht standardgelegt. Super gemacht. Wir sind da genau. Action kann nicht ausgeschlossen werden. X ist aber schon so weit von. Das wird nochmal gefährlich. Jetzt aber angesagt. Kommt direkt das Kreuzfeuer und Virtus holt sich die erste Equipped Round. Sehr starker Go. War auch so ein plötzlicher Go irgendwie in die Rippen und dann direkt Gas über Hess. Jetzt habe ich die Leiche leider nicht mehr gesehen, wo er da genau stand. Nip hat aber nochmal Geld. Was macht man da mit B? Okay. Nicht wirklich was Besonderes. Ansonsten wirklich komplett defensiv und verflahren nur mit P250. Das wäre jetzt sogar die Schwachstelle hier im Has. Fox orientiert sich aber gerade Banane. Angel allein verbleibt da am Großen. Rosi ist bekannt. So, Friedberg wurde auch weggedrängt. Nochmal eine Gegenfläche. Beide haben noch eine Gegenfläche. Gettert wird seine. Pusht rein. Oh, ist selber blind. Boah, hat auch ein ganzes Magazin verbraten. Oh, Nip jetzt schon gut geschoben. Und sie müssen langsam mal Gas geben hier auf Spot. Sehr schön. Bombe kann, ja, die geht auf jeden Fall gut durch. Boah, krass, ein Headshot nochmal gegen Angel gegeben. So, aber jetzt stehen sie sehr konzentriert auf dem Spot. Glück, dass Nip hier nicht mehr viele Grands hat. Oder gar keine mehr. Und Fox kann sich durchsneaken. Wurde aber schon gesehen. Ja, wurde gesehen. Adrian gegen 3. Im Dark. Boah, nix ist schön durchgesprungen. Keine Chance. Aber sie haben kein Kit. Nip hat kein Kit. Aber das reicht leider. Ach, Mist, Mann. Oh, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit rausholen. Schade, dass Fox auch gesehen wurde. 3:1. Bitter. Wird es ja dir ausgleichen können direkt und Nip in die Eco drängen können. Aber wird es entscheidet sich zu kaufen. Nip im Bootcamp ist. Ja, ein paar Spieler waren im Bootcamp, aber das ist ein LAN-Spiel. Nicht vergessen. Findet im LAN statt, in Moskau. In einem großen Shopping-Center. Oh, jetzt blocken sie direkt mal bitte aggressiv. Oh, und jetzt nehmen sie die Russen auseinander. Das ist sehr schön umgestellt. Fällt auch noch, dass ihr die ganze Zeit da im Hausmeister. Oh, schönes Blatt gegeben. Der ist dann auch Gatwood rumgezogen. Mit dem hat das ihr eh nicht gerechnet. 4:1. Die Russen gerade komplett auseinandergenommen wurden und müssen jetzt auch sparen. So, und wer hier das Spiel verliert. Ach ne, noch nicht. Der ist auf jeden Fall noch ein Turnier. Rutscht ins Lower Bracket und wartet dann auf den Sieger aus dem Spiel ESC gegen Navi. Wer hier gewinnt, ist schon mal safe im im Finale und somit natürlich auch sicher Zweiter mindestens. Erster Platz kriegt 8000 US-Dollar. Also schon eine gute Stange Geld.
für den zweiten dürfte es 4000. Ja, gibt es 4000. Dritte 2 und der vierte 1000. Vierte Platz entscheidet sich direkt danach im Spiel Navi gegen ESC. Er wird nämlich den kürzeren zieht. Beendet das Turnier auf dem letzten Platz. Wieder aggressiv Banane. Zwei Hits fangen. Ziehen sich sehr gut, wie man das quasi wie eine 1-6 fast spielt. Wobei Friberg da schon sich mehr traut. Er benimmt da jetzt auch alleine die Bananen. Jetzt schiebt er Dirt erst. Vielleicht spielt Virtus wieder. Er hat jetzt so viel Damage gekriegt, dass Gettrad wahrscheinlich auch drüben bleiben muss. Was er auch gerade tut. Ich würde mir nochmal diesen Has-Go wünschen. Oder nochmal einen anderen krassen Go. Oh, schön von Angel. Oh, was? Was er drückt. Sehr, sehr krasse Frags. Und Virtus zieht das Gas nicht an. Wir machen weiterhin kontrolliert. Aber die Zeit läuft ihn davon. Forest noch am Spot. So, der wird jetzt schön eingekesselt. Einer kommt sogar nochmal über Haus. Da dürfte Forrest eigentlich nichts mehr viel machen können. Maximal einen mit sehr viel Glück 2. Die Smoke ist ganz gut für Forrest. So, Posi jetzt bekannt. Oh, Mann. Da hätten sie mal die Smoke weglassen sollen. So, die behindert ihn jetzt ganz gut. Aber das 3 gegen 3. Nip ist prädestiniert für solche Runden, dass sie die gewinnen. Ah, schön abgelenkt. Nice. Und damit hat Friberg nicht gerechnet. Und jetzt nur noch Gettrad. Er ist schon auf Spot. Hat auch ein Kit. Aber gegen 3 kann auch er nichts mehr anrichten. 2 zu 5. Virtus holt die nächste Equipped Round. Nip hat noch Geld. Im Finale spielt Putin gegen für Gettrad. Ja. Bestimmt. Ja. Putin ohne Shirt, das ist so gut. Und mit irgendeiner inszenierten Show läuft er da erst rein in die Halle. Standardaufbau bei Nip. Haben aber ja noch keinen Grund, irgendwie was zu mixen oder so. Hatten ja vorhin so eine aggressive Runde, die sie auch geholt haben. Man könnte jetzt auch wieder defensiv stehen, ruhig immer auch zwei Runden in Folge. Ich meine, die Runde, da hat Angel ist da einfach mal ausgerastet. Der Instant zwei Schellen gegeben. Boah, jetzt auch wieder direkt Headshot gefangen. Von Exist, never Forest, super geaimt am B. Man schickt Adrian mit Flashes auf den Spot, wurde jetzt leider blind. Sieht er ihn? Oh, ich glaube, er hat ihn gesehen, aber nochmal eine gute Flash in den Hof. Oh, sie sind gerade alle blind. Alter. Da stirbt der Spot jetzt endlich. Ja, aber Seitengang auch schon da, Ruine. Am B. Man Refrag. Forrest perfekt, also einfach perfekt reingepusht. Er weiß genau, dass sie da hinten den töten müssen. Oder der halt angegangen wurde. Und dann pusht er einfach rein. Super krasses Spiel von Forrest bisher. Steht ja auch verdient oben im Scoreboard. Schade, man. Virtus schafft es hier leider auch nicht, Runden in Folge zu holen. Assist-Pad. Fox mit dem Versuch noch hier eine Waffe zu stehlen. Da läuft doch Exist vor. Einer mit 100 HP, deswegen hat Fox auch keine Chance. Ui! Aber drei Mann haben Headshot bekommen. Bitter, dass da natürlich dann keiner fällt. 7 zu 2 die Führung.
So richtig viele Taktiken scheint mir Virtus jetzt nicht zu haben. Immerhin wieder dieser langsame Aufbau, also eigentlich immer so ein langsamer Aufbau. Mal jetzt vielleicht mal was Schnelles. Mit dem Versuch, Banane offensiv zu gehen. Ja, stellen da jetzt ein bisschen um, gefällt mir. Spielen die Banane mit mehr Kontrolle. Hausmeister wahrscheinlich schon. Oder? Ach, wo ist der gestorben? Weiß es nicht. So, jetzt mal wieder ein Go zum Großen. Das hier schiebt auch wieder Haus. Flash, so Doppelflash, Granatenkombination direkt mit hoch. Verschossen von der Arme. Das ist hier eine wichtige Position. Jetzt sieht er raus. Boah, das sieht schön. Wichtiger Headshot. Den zweiten kann er auch noch machen. Super gemacht. Die Mates können das sogar noch holen. Ach, aber Amy sitzt nicht. Und Friberg auch schon von der Seite. Keine Chance dann doch am Ende für Virtus. Oh Mann. Großen eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber Nipp einfach super schnell immer da. Aber der First Track natürlich super unnötig war am Anfang. Da wollten sie irgendwie mal was anderes spielen, Banane mit Kontrolle. Und dann stirbt irgendwo auf der anderen Webseite einer. Da war Forest war zu viel. Friedberg kassiert auch. Oh, Gabriel verliert das Duell. Überzahl. Und nur noch für Flan. Was war das für eine Eco, bitte? Schon wieder hier Russendeagles und Russenpistols am Start. Und für Flan hat da super schlechtes Timing. Wird das Pro gewinnt hier eine Eco mit 4 Mann überlebend. Dritte Runde. Und Nipp scheint hier. Also, wo Nipp immer das Geld herzaubert, frage ich mich. Diesmal wieder ein bisschen ein Ticken aggressiver, na doch eigentlich schon. Jetzt wieder dieser abwartende Aufbau, Fox mit AWP hier hinten T-Brücke. Musste auch erstmal die Ruhe weg haben. Die ganze Zeit auf das Fenster zu aimen. So, Kinderzimmereinnahme. Alles gecheckt. Maus sitzt du sie ja gleich. Forest. Strafe Shot gefangen. Forest weiß, dass da noch ein Haus ist. Boah, schöne Flash. In dem Moment reingeguckt, wo er rumgezogen ist. Da war schon eine Action durch. Das sieht wieder richtig gut aus. Friedberg am B jetzt erst im Schieben. Nice. Also die Goals von Virtus, unglaublich stark. Weil auch dass Dosia da nicht stirbt. Sehr gut gespielt da von ihm im Haus. Gefällt mir. Endlich schaffen sie es auch mal hier in Folge eine Runde zu gewinnen. Und Nipp auch in die Eco zu drängen. Das ist immer eigentlich das Ziel danach. Oder das, was einfach ein positiver Nebeneffekt ist. Vierte Runde somit. Nipp muss sparen. Kann mir keiner erzählen, dass sie jetzt nochmal kaufen können. Außer hier wieder ihre random Shotguns und alles. So, wenigstens ein kleines Special. Jetzt erst rein.
eine gesehen. Faust wirft die Flash. Jetzt nochmal rum. Boah, er kriegt doch keinen. Lol, das sah gerade komisch aus. Er ist noch im Spot für Flan auch am Schieben. Aber die Russen super abwartend, decken da weiterhin alles ab. Müssten sich jetzt eigentlich nur für einen Spot entscheiden. Ist heute auch B bekannt. Jetzt kann man einfach auch B drauf fahren. Wobei X ist, wo sie auch bekannt ist. Ah, richtig genau sehen sie noch nicht. Und das hier gibt die Schelle. Wir überleben hier mit allen 5 Personen. Und das ist wichtig. Virtus wird jetzt durchkaufen können auch. Bis zur letzten Runde. 2 stehen noch aus. Sehr gute Ausgangslage hier wirklich noch 7 Runden klar zu machen. Die Frage nach dem Ansager bei NiP, das ist Exist. Außer es hat sich wieder geändert, aber ich glaube nicht. Am Anfang war es mal Rieberg. Exist hat er mal aber irgendwann übernommen. Sehr starker Push von Rieberg und Forrest, der hat dieses Pre-Aim und dann auch direkt Headshot gemeldet. Ah, oh Mann. Aber dass sich Virtus von solchen offensiven Pushes dann manchmal holen lässt. Einmal was Simples gespielt, oder was relativ Simples gespielt bei NiP und zack, Runde gewonnen. So gut wie. Alter! Was da für Gesichter fallen manchmal. Boah, den zweiten. Komm schon, das hier. Den dritten würde ich dir auch noch gönnen. Er hat sogar noch viel HP. Oh, der kommt durch. Er sneakt sich durch. 20 Sekunden noch. Fox schiebt jetzt auch hin. Boah, der läuft ihm rein. Tour und Tour rausgespielt. Oh, und Fox macht auch Beetlefrick! Was ist das für eine krasse Runde von Dossier, bitte? Wie konnten sie die drehen? Forest in 102 mit 34 HP. Oh. Jetzt Dossier jetzt. Oh, Hans Fox muss eigentlich klug spielen. Er zeigt sich gar nicht. Dossier wird jetzt Seitengang ablenken. Jetzt die Frage: Auf Refrag oder versucht Fox das dann auszugammeln? Aber er zeigt sich. Eine Pose ist bekannt. Nein. Ist es nicht deren Ernst? Warum töten sie sich selbst? War das eine Ich hab's gerade nicht gerafft. Ich dachte halt so, hä, warum sind auf einmal beide tot? Und oben das Totenkopf-Symbol? Ich hab's nicht verstanden. TT, ja, auf jeden Fall. Alter, so eine Runde, so geil zurückgespielt. Wahnsinn. Wahnsinn, und das wissen die Russen auch selbst. Das war verschenkt. Also, mehr verschenken kann man da eigentlich gar nicht. Oh Mann, ey. Wenn die Runde mal nicht das Spiel kostet. So, jetzt spielt NiP wieder defensiv. Jetzt bitte noch einfach mal Rippen einnehmen, wieder Herzdruck machen, irgend sowas. Lassen auch immer sehr viel Zeit ablaufen. Oh, ist gerade der Boost auf Spot. Mal schauen, ob das was wird. Rippen ist schon eingenommen. Wahrscheinlich wieder Angel. Oh, ist schon Hess. Oh, die Flash ist über den Spot. Sehr schöner Refrag von Fox. Adrian. Reaktion von den Typen auch. Oh, jetzt on-spot checken. Oh, er sieht ihn. Kann ihn ansagen. Schön. Reflex sitzt. Rieberg letzte. Auch wieder sehr spät da. Oh, klar. Solange da die Bombe nicht gescheit angesagt ist. Selbst wenn er eher da wäre, kann er da eigentlich nicht viel machen. Guter Molly gegen die Action. Bindet ihn natürlich gut. Vor allen Dingen auch die Flammen. Da sieht man nicht so gut. Und er kriegt die Sicht von Fox. Virtus Pro 6 Runden. Und sie hätten sogar 7 haben müssen. 8-7, der eigentliche Spielstand, kann man fast sagen.
Aber schön, trotzdem, schön zurückgekommen, nachdem Nip wirklich ziemlich dominante Runden hatte, ziemlich starke offensive Runden. Da schreibst du sie ja auch. Ich sag ja, also eigentlich wäre es hier wirklich nach 7. Und diesmal gibt es auch keine Pause, denn es geht direkt weiter. Zweite Hälfte Nip gegen Virtus Pro. Was haben sich die Russen ausgedacht? Jetzt falsche Mitte ab. Ich weiß nicht, ob er die Hausspieler gesehen hatte. Ender gut rein. Oh, Fox am B. Boah, was? Er hat doch halt einfach echt durch die Smoke gegeben. Ganz kurz. Das war, glaube ich, wirklich einfach Pre-Fire. Also geht schon mal gut los. Nip spielt aber den Go über Action. Sie haben Doppelflash. Eine fliegt jetzt. Smoke fliegt irgendwo. Action. Man geht über Hess. Oh, jetzt ein bisschen Chaos drin. Oh, Low HP hat man auch schon. Und Virtus gewinnt die Pistole. Sogar mit 5 Leuten. Unglaublich geil. 7-9. Jetzt muss man ja auch auf jeden Fall aufschließen. Wenn man die Bombe nicht legen lässt. Sogar auf die neuen Runden. Wie fahrlässig! Oh, Buch auch noch mit Eco. Mit P250 Eco. Was war das denn am B da? Warum kann der so weit vorlaufen? Warum hat der Ruine nicht gescheit gezielt? Sehr schön von Angel. Zweiten vielleicht auch noch. Dosier. Auch einen gesehen. Bombe ist schon längst gelegt. Tickt auch schon relativ schnell und man hat kein Kit. Das wird ihm vielleicht zum Verhängnis. Get Red mit 3 HP. Doch, Kit gepickt. Ich hab. Das wurde noch rechtzeitig gepickt. Get Red, wenn der Frickens. Wie knapp das war. Unglaublich knapp. Wenn Get Red ihm da irgendwie, wenn selbst so ein Get Red irgendwie eine bessere Waffe hätte, hätte er, glaube ich, den Diffuser gekillt. Boah, da wird es nochmal Glück. Wäre die nächste Runde, die man hier so unnötig abgibt. Man nimmt, macht das einzig richtige Kaufen. Genau, direkt Banane rein. Oh, selbst die Nate macht da noch ein bisschen Damage. Oh, nicht am Schnitzer weiterkämpfen. Zum Glück noch ein paar Strafe Shots gefangen. Da gibt es auch jetzt gerne mal Headshots. Weiterhin Damage gemacht von Friedberg. Macht einen guten Job bisher. Haus ist auf jeden Fall was bekannt. Wow, perfektes Timing. Sehr gut gemacht von Angel. Gefällt mir, wie der offensiv agiert. Geht jetzt auch einfach weg. Und Contact von dem gerade Richtung B. Fox, boah. Also Adrian hat sich so gut entwickelt. Headshot, aber Fox zieht direkt an. Gute Wahl eigentlich mit seiner MP7. Dann nicht auf großartige Distanzen sich einzulassen. 3 gegen 3. Und man muss jetzt damit rechnen, dass Forrest irgendwo offen oder dass einer offensiv ist. In dieser Unterzahlsituation. Vielleicht am besten alle über Hof. Und sehr schön. Wichtiger Frag von Kucher. Forrest über den Seitengang. Man hat 3 Kids, also alle Möglichkeiten hier der Welt. Und Chaos kriegt noch keinen einzigen mehr. Diffuse geht locker durch. Wird es gleicht aus. 9 beide. Und Nip hat. Schwierig. Ich würde.
Es ist so krass, was Nip für ein Money-Management hat und beziehungsweise wie sie dann kaufen und was sie dann aus den Runden machen. Also, sie wollen ja echt sofort wieder die Kontrolle an sich reißen. Mit den Galils. Vielleicht geht das nach hinten los. Angel wieder eingemacht. Danach leider gefraggt worden. Fox ist schon am Schieben. Na, geht. Was? Was spekulieren Sie denn da? Okay, sie werden jetzt einnehmen, was auch nicht so schlecht ist. Und dann, wenn sie wirklich zu dritt von hinten kommen, wäre gar nicht so schlecht, aber sie spielen es noch nicht. Die Zeit läuft davon. Und jetzt gibt es schon so langsam den Go. Sie sehen schon fast Action. Das dauert jetzt, glaube ich, zu lange. Mal schauen, wie viel Dossier da machen kann. Es kommt auch nur einer über Mitte, der Rest wieder über Base. Und Nip lässt sich doch schon sehr viel Zeit. Oh, und Fox ist wahrscheinlich auch angesagt. Dossier. Oh, der Fox gar nicht gemacht. Aber angesagt. Nate sitzt auch einigermaßen. Hess ist einer durch. Adrian da mit dem Duell. Und er verliert. Dossier aber noch der entscheidende Mann hier. Mann, das ist jetzt auch kein mehr. Fox da noch am B. Was ist das? Oh, das Beton. Das ist wirklich, wenn sie da zu dritt oder vielleicht sogar auch nur zu zweit über Banane gehen. Dann über Mitte. Die hat aber echt lange gewartet. Schnappen sich die erste Crypt-Round und das war wirklich diese Runde, wo sie so wenig Equipment hatten. So schlechte Waffen. Tja, und Virtus muss sparen. Kriegen jetzt 1,5. Einzig Angel Dossier könnten kaufen. Wobei Fox hatte auch eine, also drei Mann hätten. Ist die Frage, ob man den anderen dann irgendwie eine MX7 in die Hand drückt. Oh, das ist genau solche Situationen, die man vorher am besten schon mal durchgesprochen haben müsste. Und man kauft tatsächlich. Fox Adrian, da werden mit ihrem Doppel spielen sie ja eigentlich immer so, dass der Fox hinten auf Flashes steht. Och, Angel ist so krass heute. So oft die First Fix jetzt gesetzt. Hat er den am Fenster gemacht oder was? Ich raff irgendwie nicht, wo er die Frags setzt. Oder bitte? Keine Ahnung. Egal. Noch den zweiten. Super Spray. Nip schon vor B versammelt. Ah, die Nate kommt viel zu früh. Aber sie sind noch zu dritt da. Angel schiebt auch schon. So, und jetzt einfach mal Nip zerstören. Auf geht's. Einer. Hof tot. Nächste. Kommt schon. Fällt auch von Fox. Man überlebt mit 5 Mann. Ausgleich direkt für Virtus. Bombe nicht gelegt. Nip. Ach komm, das könnt ihr mir da nicht erzählen. Komm, bitte, bitte spar. Ja, sehr gut. Ich glaube, wenn 3 Mann gehabt hätten, hätte man wieder gekauft. Aber endlich mal eine Spar. Virtus hat die Chance, hier in Führung zu gehen. Das erste Mal in diesem Spiel sogar. Sind da immer hinterhergelaufen mit dem Score. Ich glaube, Angel ist sogar Ansager. Dafür macht er wirklich einen überragenden Job. Auch wenn mal CT natürlich nicht so viel ansagen muss, vielleicht. Unglaublich langsam sie die Ekos spielen.
aber vielleicht auch eine Art Mindgame. Da den Gegner wirklich abzufacken, um ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Konzentration abverlangen. Aber Virtus lässt sich da überhaupt nicht von beeindrucken. Das sind alles auch gestandene Spieler. Überleben auch die Folgerunde mit 5 Mann. Und das spiegelt sich enorm am Geld wieder. Na, Exist, was sagst du jetzt an? Standard wohl. Oh, 4 Mann. Falsche Mitte. Eine Banane. Oh nein. Oh, da hat jemand im Schlitz getötet. Ach. Es ist bitte. Oh. Vielleicht Smoke von der Sea, ja? Sorry, aber die Smoke ist schöner als das, was gerade in der Runde passiert. Das wird einfach komplett zerstört. Tja, und Fox, sie wissen genau, dass Fox ein B-Spieler ist. Gehen dementsprechend auch schon handeln. Wissen, dass er nicht gepusht ist. Können das somit immer weiter einkreisen. Der nie im Leben lebend aus der Situation rauskommen. Nip holt sich die Folgerunde, aber Gute ist, Virtus kann auf jeden Fall kaufen. Und vielleicht sogar, ja, sehr gut. AWP, und jetzt könnte man vielleicht sogar, wenn Nip das gleiche spielt, da den Bananenspieler, oh, Doppel-AWP, den Bananenspieler direkt aus dem Spiel nehmen. Es ist wieder der gleiche Aufbau. So, jetzt bin ich gespannt. Fox. Oh, dicke Hits. Oh, jetzt werde ich auch auf Fox. Er ist gestorben. Was teilt Friedberg da bitte für Shots aus? Wichtiger Reflect von Adrian. Oh, ein bisschen fahrlässig vielleicht reingetreten. Ah, wobei, nee, Moment. Man, er hat wahrscheinlich gedacht, dass Fox diesmal alleine B gespielt hat. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht gespielt. Nip schiebt wieder B. Adrian hat noch viel HP, hatte auch noch eine Flash, die ihm allerdings nicht mehr viel nützen wird. So, jetzt allerdings kommt noch weg, holt einen Ticken Zeit raus. Das hier, wenn die Flash noch sitzt, schön gewartet von Adrian. Er nimmt gerade komplett blind, müssen da alle abdrehen. Spielen sie sich doch noch den Go. Boah, wie... Es ist so... gut irgendwie. Sie gehen da weg, warten und gehen dann trotzdem wieder drauf. Klar, weil die anderen natürlich... Ja, das ist aber auch der Fehler bei den anderen, die da die ganze Zeit auf den Go irgendwie gewartet haben, dass da verschoben wird, aber wenn sie da, wenn da einer nur einfach Mitte wäre, der die ganze Zeit spottet, während da dieser B-Go schon kommt, dann bricht nicht Nip das ab, dann checkt er kurz Mitte, sieht, dass sie da nicht kommen. Und dann können sie wirklich da zu dritt am B bleiben. Wissen genau, dass da wieder der Go erfolgt. Schade. Ein bisschen aus der Hand gegeben, aber auch krasse Frags immer wieder von Friedberg. Banane. Doppel-AWP. Leider nicht ausgezahlt. Tja, und Virtus muss Eco... Ui, man riskiert es wirklich. Man geht auf Nummer, man geht hier aufs Ganze. Wenn man die Runde verliert, hat Nip 13, dann muss man Eco haben, hat Nip 14. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, das Spiel noch zu holen. Ura verschießt und wird auf 3 HP runtergeschossen. Angel kriegt auch direkte Hits. Nip hat da wahrscheinlich mit einer Eco schon gerechnet. Deswegen sehr wahrscheinlich auch die Anti-Nades direkt mit so hoch. Friedberg spielt wieder Banane, macht aber wirklich das, was er am besten kann, nämlich Headshots geben. Kura kann noch einen ziehen mit seinen 3 AP am Has. Nip schiebt wieder Richtung B. Das ist schon ein extrem B-lastiges Team. Und man sieht gerade, Virtus rechnet da nicht wirklich mit. Jetzt aber am Schieben.
Aiden auf den Spot gekommen. Jetzt müssen wir sogar zu dritt dort. So, der eine kann auch. Aiden ist rum. Macht ein. Schön. Sehr gutes Timing auch. Und Fox nimmt auch noch einen mit. Nip, nip. Das war eigentlich immer Nip. Get Right kassiert auch direkt von Dazia. Sehr stark. Wieder Ausgleich. 12 beide. Nip hat aber Geld. Sie können sich dicke legen. Dann zwei Leute über 8. Sie eine 7. Das reicht. Auch wieder super. Das würde es, wenn man rechnet, 1,5 würden sie dazu kriegen, wenn sie die Runde verlieren würden. Könnten dann trotzdem nochmal kaufen. Also es ist ein so unglaublich knappes Spiel. Entscheidet jede Runde fast. Und Nip, Virtus komplett aggro, komplett am Ausrasten. Kuchov schießt leider wieder seinen ersten Schuss und Angel kassiert. Finde ich aber krass, dass man in so einer Situation direkt was riskiert und Nip auf den falschen Fuß erwischen will. Ist auch aufgegangen. Reflex sitzt jetzt am Ende auch. Nip spielt ja weiterhin immer das Gleiche und das wird ihm vielleicht gerade ein bisschen zum Verhängnis. Vielleicht gar nicht mehr so gut, sollte man vielleicht umstellen. Adrian mit dickem Fokus. Freeberg ist ihm da einfach eine Nummer zu groß. B eingenommen, Baum beschiebt. Gertrude immer noch im Haus, am Gammeln. Und Virtus wird sich direkt sagen, ne, wir versuchen das nicht mehr, wir safen. Kann jetzt auch einen Teufel tun, noch irgendwo hinzuschieben. Ja, da war gut, da war Fox auch zu laut, aber er wusste eh nicht, dass da noch einer ist. Dossier, letzter Mann. Dieser Schlagabtausch. Würde mich nicht wundern, wenn das hier noch eine Overtime gibt. Verliert leider noch seine Waffe. Aber das, was ich vorhin schon gesagt hätte, Virtus kann kaufen. Und jetzt ist es wichtig. Wenn sie die Runde verlieren, haben sie Eco. Dann steht es 15-12 und dann steht man mit dem Rücken zur Wand, mit dem Kopf zum, was weiß ich, wie der Spruch geht. Mit dem Rücken zur Wand, glaube ich. Nip spielt tatsächlich wieder das Gleiche. Also so richtig aufgehen tut es ja eigentlich gar nicht. Sie machen halt echt viel nur über ihren Standardaufbau und vor allen Dingen vertrauen sie gerade darauf, dass Freeback dort am B immer die Flex sieht und bisher hat er das auch getan. Wieder dieser Move. Diesmal ist er aber gut abgesmoked, kann nichts machen. Behält aber weiterhin die Kontrolle. Genau das. Schade. Und dafür muss halt am großen bisschen was Offensives passieren. Angel da leider wieder gefallen, wahrscheinlich vom Hausmeister. Er ist gerade eine extreme Schwachstelle. Groß aber allgemein. Nur durch Siakucha dort. Sehr schönes Pre-Aim. Och, Adrian jetzt auch B gefallen. Fox ist auch noch gut. Oh, und da zerstören sie sich auf einmal wieder. So, mit der zweiten rechnet er gar nicht mehr. Die Bombe geht nämlich diesmal A und nicht B. Fox im 1-on-3. Er hat kein Kit und er will die Waffe safen. Aber das ist wahrscheinlich gelaufen jetzt. Was heißt gelaufen? Das Draw wird sich Nip höchstwahrscheinlich holen. Schön. Hat man genau gesehen, dass er auf den Schatten reagiert hat. Rosi ist halt bekannt. Kann's aber machen, beide sind low. Nein, hört auf. Verzweifelter Versuch der Banks. Ja, man muss hier eigentlich auf Draw gehen. Oder sind die Russen verrückt?
nicht. Haben noch ihren Verstand behalten. Fox ist der einzige mit AK. Wenn jetzt das Timing mal stimmen würde gegen Freeberg. Aber Angel. Ja gut, ist halt ein Eco, aber. Boah, Headshots. Jetzt einfach mal vor und den holen, dann hat man zwei Waffen. Boah, Angel, schön. Zwei Waffen hat man jetzt leider. Hat man jetzt. Groß leider glücklich gefallen. Doch sehr überlebt das noch. Ah, schade. Fox wieder gegen drei. Nimmt noch einen mit. Bombe jetzt erst gelegt, aber er will safen. So, wenn Angel jetzt mal nicht mehr so unglaublich aggressiv geht. Vielleicht doch einfach mal Banane, aber mal zu dritt dann Freeberg direkt aus dem Spiel nehmen. Die anderen beiden meinetwegen Haus oben oder ja, auf jeden Fall so Action, irgendwie doppeln Haus, doppeln irgend sowas, Haus vielleicht auch reingehen zusammen. Also ein B-Push wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dort Freeberg einfach mal direkt holen. Der ist ja eh immer alleine. Aber am besten auch ohne Nades, nicht dass er einfach weggeht. Man macht's leider nicht. Vielleicht eine Arme? Nope. Boah, hab ich direkt gesehen, wie er wieder Angst hat. Boah, diesmal sind sie echt zu zweit dort. Haben da vielleicht sogar sowas vermutet, das wäre krass. Wie schnell sie da diese Standard-Spots abaimen. Da kennen sie wirklich nichts. Bauen in dieser eventuell letzten Runde super viel Druck auf. Bombe jetzt groß. Jetzt wäre es eigentlich ein geiles Timing, wenn man da Freeberg tötet. Ah, ein kleines Special packt man noch aus. Herz wird abgelenkt und Angel da auf dem Balkon. Oh, wie ist da einer bitte Base? Wohin gekommen? Und Adrian macht's nicht. Wieder Freeberg. Freeberg mit 6 HP! Alter, das ist sein Spiel, auch wenn ihr wenn sich das nicht unbedingt im Scoreboard widerspiegelt. Aber genau das ist CSGO. Oder allgemein CS. Leistung eines Spielers und eine Wichtigkeit eines Spielers lässt sich nicht unbedingt am Scoreboard ablesen. Aber noch eine 2 gegen 2 Situation und HP-Vorteil sogar bei auf Seiten von Virtus. Freeberg ist super ekelhaft da, wenn er sich dort verstecken sollte. Beide über den Hof, VS müssen sie schnell töten. Gute Gegenfläche, ist beide blind im Hof. Oh, ein Angel, er steppt. Er weiß, wo er ist, er hat ein Kit, Doppelfläche. Smoke noch. Oh, die Zeit läuft ihm davon. Die Zeit läuft ihm davon. Und er kann jetzt auch nicht arbeiten mit dem Diffusen. Oh, er weiß, wo er ist. Schön, er macht's und Diffuse wird. Ich glaube, es reicht nicht. Es reicht. Es reicht nicht. Nip gewinnt das Spiel und zieht ins Finale ein. Aber ein super schönes Spiel von Virtus haben wir gesehen. Unglaublich krasse Runden. Diese eine verschenkte Runde war halt auch echt ein Genickbruch, kann man schon fast sagen. Es waren sogar zwei Runden, die verschenkt waren. Die eine halt unglaublich krass. Da war noch eine andere, die, hatte ich auch gesagt, dass die verschenkt war. Stellt man sich vor, diese Runden gehen an Virtus, dann hätten wir vielleicht einen LAN-Bezwinger. So ist es leider nicht passiert. Eine Revanche wäre eigentlich ganz geil im Finale. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass Virtus da einzieht. Navi wird da sicherlich noch ein Wörtchen mitzusprechen haben. Und ESC natürlich auch, denn Navi gegen ESC gibt es jetzt gleich danach. Hoffentlich dauert das nicht so lang. Ich würde mich freuen, wenn ihr beiden dabei seid, hier im TechLabs Cup 2013.